Das mit dem Schlaf kann ich absolut bestätigen. Ich habe Typ 1 Diabetes und ich messe entsprechend mein Blutzucker natürlich regelmäßig. Und wenn ich mal schlecht schlafe und dann brutal der Blutzucker ist, dann deutlich höher. Das heißt, ich brauche am nächsten Tag deutlich mehr Insulin, um das Ja. wieder in den Griff zu kriegen bei ähnlicher Ernährung. Dann Ja, bist du ja da die quasi ja, hast du da die direkte Rückantwort, dass du das sofort sehen genau, kannst, was da genau. vor sich geht. Stress, Schlaf, Entzündungen, siehst du im Blutzucker alles direkt. Das ist sensationell. Deswegen auch hier so vielleicht nebenbei eine Empfehlung, einfach mal einen Blutzucker 2 Wochen nebenbei mitmessen. Ich denke, Ja, das ist absolut. auch eine Intervention, die du da befürwortest. Ne? Ja, absolut. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, vor allen Dingen auch also allen Frauen, die PCOS haben, also sich das erstmal klar zu machen, okay, es hängt ganz stark mit dem Blutzucker zusammen. Das ist eins der Sachen, auf die ihr euch eben ganz doll konzentrieren solltet. Und dann, wie Thorsten gesagt hat, mal in kontinuierliches Blutzuckermessgerät investieren. Es gibt inzwischen halt auch die, die eigentlich für Menschen gemacht sind, die kein Diabetes haben, weil die messen anders. Also die haben halt andere Normwerte und konzentrieren sich auf andere Sachen, weil hier ist ja nicht das Ziel, dass man eine Hyperglykämie oder eine Hypoglykämie verhindern will, sondern man will halt sehen, was passiert. Und das ist zwar, die sind zwar relativ teuer, aber ich finde, dass man von kaum was so coole Daten und Rückmeldungen kriegt. Und man kann dann auch Sachen so rausfinden, wie zum Beispiel bei mir, dass ich halt inzwischen weiß, okay, ich reagiere halt zum Beispiel kaum auf Apfel mit dem Blutzucker und ganz krass auf Banane. Oder dass man Sachen rausfindet, wie ich kann halt wunderbar eine Riesenportion Reis essen, aber Kartoffel bringt meinen Blutzucker sonst wohin. Und das sind halt super spannende Erkenntnisse, womit man dann auch ganz viel in der Richtung machen kann. Also auch da über kontinuierliche Blutzuckermessungen bei Gesunden, das ist halt auch immer ganz wichtig, dass man es unterscheiden muss, dass halt eben Menschen, die gesund sind, anders reagieren als Diabetiker, logischerweise. gibt es in Schlank und voller Energie ein ganzes Kapitel drüber. Weil ich das halt auch super wichtig finde. Und für mich ist das so eine der Biohacking-Tools überhaupt. Also ich finde es spannender als irgendwelche krassen Wearables oder weiß ich nicht, da in die Richtung. Ja, das ist auch immer sehr individuell, wie die Blutzuckerschwankungen sind, weil gibt zwar den glykämischen Index und allgemeine Aussagen, aber jeder Mensch reagiert anders drauf, jeder Körper ist anders. Und da ist, wie mit deinem Beispiel da, das eine geht überhaupt nicht hoch, beim anderen brutal nach oben. Das merke ich dann auch immer wieder. Ja, genau, Sehr auf gut. jeden Aber Fall. zurück zum PCOS. Wenn die Damen da draußen jetzt die Vermutung haben, ich vermute mal, dass der Allgemeinmediziner da nicht gerade so der beste Ansprechpartner ist für die Diagnose. Wie ist so die übliche schulmedizinische Anlaufstelle für die Diagnose, wenn ich Das ist jetzt denke, eigentlich der ich habe das? Gyn. Also das ist der Gyn und also man versucht dann halt, also es gibt halt diese verschiedenen Kriterien, dass es halt zu Oligominorrhöen kommt, Störungen in der Regelmäßigkeit der Mens, dass halt eine Hyperandrogenämie vorliegt, also zu viel männliche Geschlechtshormone, dass nach außen hin auch einfach ein Hirsutismus da ist, also dass es halt diese vermehrte Körperbehaarung gibt. Dass es dieses polyzystische Ovar gibt, also dass eben die Ovarien, so komme ich auf, das sind halt verschiedene Diagnosekriterien und damit PCOS diagnostiziert wird, müssen halt die meisten davon erfüllt sein und da ist eigentlich der Ansprechpartner der Gyn. Man muss aber sagen, leider kennen sich da auch nicht so, nicht alle Gynäkologen kennen sich da wirklich gut mit aus. Also da muss man auch, man kann auch zum Endokrinologen gehen, aber da ist halt auch einige Endokrinologen sind auf Diabetes spezialisiert, einige Endokrinologen sind halt auf solche Sachen spezialisiert. Also man muss da auch ein bisschen gucken, nicht jeder Endokrinologe kennt sich mit allen endokrinologischen Systemen gleich gut aus. Also wenn man da Pech hat, dann hat man halt jemanden, der macht eigentlich nur Diabetes und hat halt ja von dem ganzen weiblichen Geschlechtshormonkram und so wenig bis gar keine Ahnung und dann wird einem da auch nicht unbedingt geholfen. Und einem muss eben klar sein, dass was einem als Therapie angeboten werden wird, ist die Pille. Und Metformin. Also wenn man ein Kind bekommen will, Metformin. Und das war's. Also mehr Ideen haben die. Und die meisten Gyns behandeln das PCOS einfach mit der Pille. Und das ist halt immer, also was ich immer da als Beispiel nehme, das ist halt so, wie wenn man im Auto klappert und es gibt böse Geräusche und man macht das Radio super laut. Und dann kommt man halt noch ein paar Kilometer weiter und dann reißt die Motorkette. Nicht, dass mir das mal passiert wäre. Also insofern, keine gute Idee, sollte man nicht machen. Und so ähnlich ist es halt auch, wie wenn man die Pille nimmt. Also es ist wie wenn man halt einen Pickel hat und man schmiert da Deckcreme drüber, der Pickel ist immer noch da. Und das Ziel wäre es halt, den Pickel auszudrücken, damit er heilen kann und ja, das Problem gelöst wird sozusagen.
Da bist du wieder. Ich habe deine Frage leider nicht gehört. Okay. Genau, das wäre jetzt so der schulmedizinische Ansatz. Keine Lust, Metformin habe ich auch keine Lust, das dauerhaft zu nehmen. Wie könnte ich das jetzt ganzheitlich angehen für uns Betroffene? Also neben diesen ganzen Lebensstilmaßnahmen, die wir jetzt halt schon genannt haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit Nahrungsergänzungsmitteln ranzugehen, dass man halt da geht. Also es gibt ganz viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die hervorragend wirken bei Insulinresistenz. Da ist immer so ein bisschen, viele wünschen sich halt so das eine gibt es da nicht. Also und auch wenn ich halt das in der Praxis behandle, kombiniere ich ganz viele verschiedene und man muss halt manchmal auch ein bisschen ausprobieren. Deswegen auch da kauft euch gegebenenfalls ein kontinuierliches Blutzuckermessgerät, wobei Insulinresistenz hat nicht unbedingt, also der Insulinresistenz geht Veränderungen am Blutzucker über 10 Jahre voraus. Und wenn ihr nur eine Insulinresistenz des Ovar habt, werdet ihr es am Blutzucker nicht sehen. Aber woran ihr es merken werdet als Frau ist am Zyklus. Also wenn ihr halt lange Zyklen habt und so weiter, dann ist es halt da, also die Insulinresistenz angehen. Und da kann man halt so Sachen nehmen wie zum Beispiel OPC, L-Carnitin, Grapefruit-Extrakt, Grapefruit-Samen-Extrakt, Entschuldigung. Das sind zum Beispiel alles drei Sachen, für die es eine super gute Datenlage gibt, dass die wirklich hervorragend wirken bei Insulinresistenzen, dass man das da halt geben kann. Dann würde mich ja die Hormonlage, also das wären halt drei Sachen, wo ich sagen würde, das ist eine schöne Kombi und da von einem guten Anbieter und dass man das dann halt nimmt. Dann will ich ja auch dafür sorgen, dass mein Zyklus wieder stabiler wird. Da sind verschiedene Sachen, die man da dann auch kombinieren kann. Das zum einen ist es Cholin, also der Eierstock braucht Cholin, um damit zu arbeiten an verschiedenen Stellen. Das ist oft ein Problem bei Veganern, die nehmen oft nicht genügend Cholin zu sich und auch nicht genügend L-Carnitin, also was ich vorher schon gesagt hatte. Das muss man dann eventuell auch von außen zuführen. Dann Mönchspfeffer kann super hilfreich sein. Mönchspfeffer wirkt im Hypothalamus, das ist ganz, ganz wichtig. Das wirkt im Gehirn und macht dann halt was am Eierstock. Deswegen kann man das durchgängig nehmen und es ist ein hormonelles Adaptogen. Das heißt, es hilft halt sowohl, wenn die Hormone zu hoch sind, als auch wenn sie zu niedrig sind. Myo-Inositol, ganz spannender Stoff, der Insulinresistenzen am Eierstock massiv verbessern kann. Den finden wir auch also in B-Vitaminen, in natürlichen B-Komplexen, die natürlich gewonnen werden, ist immer auch Myo-Inositol mit drin. Myo-Inositol kann man auch aus der Ernährung aufnehmen. Tendenziell nehmen wir ein Gramm ungefähr aus Nahrung zu uns und 2 Gramm produziert unser Körper selbst. Es hat sich aber in Studien gezeigt, dass durch die Behandlung, also das Myo-Inositol in der Behandlung dem Metformin eigentlich gleichwertig ist, wenn man es vernünftig nimmt und dass es keine Nebenwirkung hat. Also auch da was halt sehr, sehr schön ist. Und dann kann man noch so aus der Phytotherapie, Frauenmantel, Hirtentätschel, also dann gibt es halt noch ein paar weitere Sachen, womit man da rangehen kann. Ganz optimalerweise hat man halt einen Therapeuten, der sich mit sowas auskennt, aber so die Kombi einerseits direkt für einen Eierstock, also die letztgenannten und andererseits gegen die Insulinresistenz, wie eben zum Beispiel OPC, Grapefruit-Extrakt, L-Carnitin, also sowas, dass man das miteinander kombiniert, damit hat man oft dann tatsächlich sehr, sehr gute Erfolge und ich habe oft Frauen, die dann tatsächlich auch darunter wirklich einen regelmäßigen Zyklus entwickeln und wo das halt sehr, sehr, sehr viel besser wird.